Hallo und herzlich willkommen zum Review des, das ist das falsche Videomaterial. Ah, schon besser. Ja, heute dreht sich alles um den Valimax Pro Dolly Mini Quad DSLR Kamerawagen. Was für ein Name. Also ein Dolly für kleines Geld. Und was das Teil so kann, seht ihr wie immer nach dem Intro. Los geht's. Nun, was ist denn so ein Dolly überhaupt? Man könnte es als Skateboard für eure Kamera bezeichnen. Damit kann man Kamerafahrten und Schwenks machen. Doch der Dolly allein ist da noch nicht ganz so optimal. Ich habe mir dazu noch einen Gelenkarm gekauft, der es euch ganz einfach ermöglicht, die Kamera in den verrücktesten Winkeln anzubringen. Dieser Arm hat nur eine große Schraube und wenn wir die aufdrehen, ist absolut jedes Teil beweglich. Drehen wir sie wieder zu, sitzt das Ganze bombenfest in der vorher gewählten Position und hält sogar schwere DSLRs wie meine 600D. Nun müssen wir nur noch den Gelenkarm auf den Dolly schrauben und los kann's gehen. Selbstverständlich kann man die Kamera auch auf einen Kugelkopf setzen oder was man sonst noch so an Zubehör mit Stativgewinde hat, beispielsweise eine Videoleuchte oder ein Mikrofon. Ganz oben haben wir ein Gewinde für unsere Kamera. Wie ihr seht, ist so ziemlich jede Position stabil möglich, allerdings kommt es auf eure Kamera an. Bei Camcordern, also Videokameras, kann man auch sehr seitenlastige Positionen einstellen, da sie sehr leicht sind. Bei DSLR sollte man versuchen, die Kamera immer mittig über dem Dolly zu montieren, damit das Ganze nicht umkippt. Wem gerade oder seitige Kamerafahrten zu langweilig sind, für den gibt es den größten Vorteil eines Dollys gegenüber eines Sliders. Man kann die zwei Achsen, an denen die vier sehr gut beweglichen Räder sitzen, mit einem einfachen Handgriff umstellen und somit beispielsweise um ein Objekt herumfahren oder daran vorbeifliegen. Da sind eurer Kreativität definitiv keine Grenzen gesetzt. Ihr seht's also, so ein Dolly ist eine klasse Sache, die ich auch viel in meinen Videos benutze, wie ihr vielleicht auch schon gesehen habt. Doch kommen wir noch schnell zum bereits angekündigten Preis. Nun haltet euch fest, der Dolly kostet gerade mal 45 € und der Gelenkarm 30 € bei Amazon. Also wenn ihr mich fragt, kommt da kein Slider hin, die kosten oft viel, viel mehr. Und wenn ihr mal selbst auf unebenen Untergründen filmen wollt, könnt ihr euch ein Holzbrett besorgen oder sowas in der Art, vielleicht sogar noch Schienen drauf montieren, wie ich das gemacht habe. Und dann ist auch das überhaupt kein Problem mehr. Gut, nach dem Auto seht ihr noch ein paar Kamerafahrten und wenn es euch gefallen hat, dann schreibt es mir doch einfach in die Comments oder lasst mir eine positive Bewertung da. Bis zum nächsten Mal. Ciao.